Hallo, schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Ja, ich freue mich, denn heute ist Silvester. Wahnsinn. Es ist der 31.12. Wir starten diesen Tag heute hier nochmal gemeinsam abschließend für das ganze Jahr. Uns anfangen, denn diese Leinwand hier kann viel mehr Worte fassen, als ich sagen kann. Lass uns anfangen. 2023. Ja, Geschichte. Es ist einfach vorbei. Dann können wir nichts mehr ändern, aber wir können es nochmal Revue passieren lassen und uns aufs neue Jahr einstimmen. Ja, und meistens verwischen sich so die Erinnerungen an 2023 und wir nehmen das einfach mit rüber. Lass uns mal auftauchen und sehen heute neue Blumen, neue Gedanken, neue Farben, neue Freude auf das neue Jahr. So, jetzt möchte ich aber langsam in Stimmung kommen. Mach dir schöne Musik an, tanz ein bisschen und ja, schönes Getränk, schöne Musik, das gehört doch auch immer mit zum Malen. Und jetzt fangen wir langsam an und freuen uns auf das neue Jahr. Füllen wir das einfach mit neuen Ideen und ja, dafür nehmen wir ein paar Farbkleckse und schmeißen die einfach mal drauf. Bisschen gelb, ah, ist zu fest. Dann schmiere ich das hier drauf, dann färbt sich das Schwarz wieder mit dadurch. Ja, das alte Jahr drängt sich doch immer wieder mit ins neue. Mich jetzt auch an den Start vom letzten Jahr. Feier das. Nimm deine Lieblingsfarben, schmeiß sie da drauf. Hab Spaß. Und jetzt mischen wir mal die Farben ineinander. Das war jetzt zu dünn und das Schwarz ist auch noch nass. Die Farbe hält gar nicht richtig. Also ich gebe jetzt hier noch mal ein bisschen nach. Aber dann muss ich das erstmal gleich trocknen. Das alte Jahr schon etwas Revue passieren lassen und besinnen uns jetzt auf eine bunte Wiese, ein kleines Farbfeuerwerk. Einfach Spaß haben, Farbe rauf, nimm die Farben, die du magst, für dir eine, ja, eine Grundlage, eine Wiese, eine Farbfläche, auf der du neue Ideen sprießen lassen kannst. Immer weiter ja, Wünsche auch hinschreiben oder rumkritzeln, Blumen malen, was dir gerade so durch die Gedanken fließt. Lass das einfach los. Dazu passt jetzt natürlich hervorragend Pink. Ach, schon eine Blattform. Das sieht ja toll aus. Das ist jetzt auch eine Überraschung. Für mich ist etwas von, weiß ich nicht, Blumen, Blüten, Fischen, Madrinen. Mal gucken. Ach, sieht toll aus. Gefällt mir echt gut. Hier könnte ich so Stiele dran malen. Oder vielleicht, ich habe hier noch so ein Knalle-Orange, das finde ich gut. Könnte ich auch so Blätter noch dran? Oder ich habe hier noch so eine Pappe, die kann ich einfärben und hier so draufsetzen, auch nochmal so Linien draufbringen. Ja, hier rüberziehen. Ich mache erstmal das Orange so drauf. Ja.
hier ist alles erlaubt. Probier alles aus, was dir in den Sinn kommt. Mach das einfach, feier das. Das ist dein Start ins neue Jahr. Ja, so jetzt schaue ich mal, was ich selber mache. Mal gucken, erstmal ja auch mal betrachten zwischendurch. Das ist schön bunt. Also ich sehe ganz, ganz viel. Für mich ist es schon fast so ein Korallenriff. Das hier mache ich nochmal weg. Ich will nochmal gucken, ob ich so ein paar Blumen da nochmal reinziehen kann. Fische. Ich sehe irgendwie kleine Fische, voll das Korallenriff hier und irgendwie auch eine Wiese. Da ist jetzt zu dunkel. Da muss es noch mal ein bisschen heller werden. So. Ich lasse es so. Ich bin fertig, glaube ich. Ich freue mich auf das neue Jahr und habe so viel entdeckt und so viel gefühlt und losgelöst und ja, gefeiert. Man könnte jetzt nochmal, wenn man will, auch nochmal was raufschreiben. Ich liebe das ja. Solange es noch geht, kannst du natürlich auch noch deine Worte da reinkritzeln. Ich freue mich auf unser 2024. Das ist jetzt für mich die Feier, die Freude auf das neue Jahr.
mit dir gemeinsam das hier ja zu erleben. Ein toller Malspaß war das. Hat mir viel, viel Freude gebracht, so losgelöst zu malen, sich frei zu bewegen und ja, die Überraschungen entdecken, die dann so ja, passieren. Gerade diese rosanen Kleckse, die fand ich ja sehr, sehr schön. Und sich dann aber auch wieder davon zu lösen, also auch wieder einen Teil wegzunehmen, dir die Freiheit zu geben, das zu übermalen und Pinselstriche stehen zu lassen. Und ja, das drückt all dieses Bild aus, die ganze Freiheit, die du beim Malen hast und die du dir nehmen kannst. Und es muss niemandem gefallen, das ist dein neues Bild. Und ja, das soll dich daran erinnern, die Tage, die dann kommen, wo es eben nicht so sonnig ist, dass du trotzdem einfach machst. Also schön, dass du hier bist, ich freue mich. Hol dir ein bisschen Pink in deine Butze, wollte ich schon sagen, in deine Wohnung und feier dich und feier das neue Jahr. Danke, danke, danke. Ich kann gar nicht genug Danke sagen. Das ganze Jahr haben wir hier gemeinsam gemalt und verbracht und sind gewachsen an den Dingen, die wir geschaffen haben. Und ich danke dir, dass du Teil dieses Kanals bist, dass du damit beiträgst durch dein Abo, durch deine Stimme, durch deinen Kommentar, durch deinen positiven Beitrag, den du hier lässt. Dass du damit so viel mehr schaffst als eben nur dieser Moment, der so wichtig ist dann, sondern dass du hier etwas schaffst, was, ja, was bereichert und nicht nur dich, sondern eben alle anderen auch. Also danke, danke, danke. Ich freue mich auf all das, was kommen wird und ja, der Anfang ist gemacht. Mach's gut, hab einen schönen Start ins neue Jahr. Alles Liebe, deine Petra.